Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Cast Challenge. Denn wir machen die Breed Out the Weird Challenge. Und ich habe schon diesen Sim hier rausgesucht. Und ja, ich denke, sie könnte ein bisschen was an einer besseren Generation gebrauchen. Ich werde aber nur 5 Generationen machen und sie ist ja schon Generation 1. Das heißt, wir werden nur mit 4 verschiedenen Leuten irgendwann was genetisch machen können. Ich bin mal gespannt. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier meine eigenen Sims und nehmen die süße Maus aus der Ality Beauty Challenge von letztens, weil die sieht ja süß aus, ne? Und dann kann man das schon mal machen. Und dann gucken wir mal, was daraus entstehen kann. So, und aus ihr. Zack, und Teeny und wir Mädchen, bitte. Das ist noch nicht so ganz das, was ich möchte. Aber, hey, das ist jetzt auch nur Generation 2. Es sind noch 3 to go, ja? Sie heißt übrigens Kimberly. So, sie habe ich letztens erstellt gehabt. Ich denke, ich nehme sie einfach mal und schau mal, was denn aus den beiden werden kann. So, dann nehmen wir Teeny und... Das geht doch schon in eine ganz gute Richtung. Also sie sieht schon deutlich normaler aus. Dann nehme ich mal sie. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich sie erstellt habe, aber sie sieht süß aus und ich denke, da kann man schon was Süßes draus machen. Ich hoffe, dass das was wird. Und Teeny. Ach, die Stimme, Alter. Nee. Und das Gesicht ist noch immer ein bisschen breit irgendwie. Naja. Die letzte Generation wird dann wohl entscheiden, wie das Ganze wird. Und zu guter Letzt nehme ich die süße Maus. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen oder nicht. Und Teenager. Ach, die Stimme. No. Aber sonst ist sie süß. Sie heißt Andromeda. Alles klar. Dann nehme ich ihr mal alles weg, was sie hier so hat. Und sie sieht sehr gut aus, ja. Packen wir ihr ein paar Lashes ins Gesicht und nehmen andere Augenbrauen. Das sieht doch süß aus. Das sieht doch ziemlich süß aus, oder? Oh. Dann schauen wir mal, was wir für ein cooles Outfit machen könnten. Wie wäre es denn damit? Das ist doch cool. Eine Hose dazu vielleicht? Irgendwie brauche ich mehr CC-Schuhe, weil irgendwie benutze ich immer dieselben. Die sind ein bisschen wild, aber ich finde es cool. Oh, die passen tatsächlich ziemlich gut dazu. Weil das halt auch Adidas ist. Ha. Ja, weil sonst hätte ich die, glaube ich, nicht genommen. Aber so kann man das schon tragen, oder? Das ist jetzt ihr Make-up-Look und ich finde es echt süß. That's Andromeda Newbie. Nice. I love it. Sie ist sehr anders geworden, als ich irgendwie erwartet hatte, aber sie ist richtig süß. Ihr müsst mir wie immer schreiben, ob es euch gefallen hat, ob sie euch gefällt und ja, also ich finde sie toll. Und mich würde unglaublich doll interessieren, ob es euch auch gefallen hat. Ich werde gleich hier in der Endcard, die jetzt wahrscheinlich gerade schon läuft, auch meine alte Breed Out the Weird Challenge verlinken. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!